Hallo, hier ist User Paul mit dem Thema Simple Screen Recorder. In diesem Video möchte ich ein neues Screencast-Tool vorstellen, und zwar Simple Screen Recorder. Das findet man auf dieser Seite. Ebenso findet man auf der Seite hier noch ein paar Anleitungen, Aufnahme für YouTube, für Steam Games und Livestreaming. Und wie wird dieses Tool nun installiert? Ganz einfach, die Anleitung findet man hier unten. Ganz einfach. Einfach Repository hinzufügen, dann Update ausführen mit sudo Leerzeichen apt-get Leerzeichen Update und dann einfach Simple Screen Recorder installieren mittels Befehl sudo Leerzeichen apt-get Leerzeichen install Leerzeichen Simple Screen Recorder. Wenn das dann passiert ist, dann findet man den Simple Screen Recorder unter Multimedia Simple Screen Recorder, zumindest hier bei Linux Mint. Einfach draufklicken und dann geht es los. Einfach weiter. Und im ersten Fenster kann man dann bestimmen, ob der ganze Bildschirm aufgenommen werden soll oder eben nur ein Teil davon. Mit Cursor oder ohne. Also mit Maus oder ohne. Dann hier unten noch Audio Input kann man einstellen und die Framerate. Und skalieren kann man das Video auch noch. Dann weiter zum nächsten Fenster. Hier kann man bestimmen, wie die Datei heißen soll. Dann kann man den Container bestimmen und das Videoformat und Audioformat. Also wie soll die Aufnahme gespeichert werden? Hier nehme ich einfach mal ein anderes Verzeichnis, zum Beispiel Test. Out.ogg ist okay. Speichern. Und dann noch ein Fenster weiter. Und hier kann es dann zur Aufnahme kommen. Einfach Start Recording. Und dann wird der Bildschirm, also das Geschehen auf dem Bildschirm, wird dann aufgenommen und fertig. Das mache ich mal. Start Recording. Hier unten findet man dann in der Statusleiste ebenso noch die Möglichkeiten Pause, Save, Cancel und Quit. So, mal ein bisschen was bewegen. So, und dann wieder abbrechen bzw. dann speichern. Einfach hier auf den Button Save Recording drücken und dann wird das Ganze gespeichert. Okay. Und schließen. Und dann kann ich mir das Ganze, also die Aufnahme, in dem Verzeichnis Test hier, wie auch festgelegt, in der Datei out.ogg anschauen. Das ist die Aufnahme. Okay, das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück.